normale Leute. Finally, we have arrived. Ja, kann man hören, das sind typische Engländer. Ach Quatsch. Mal schon hier ein Video von. So, hier ist die Eintrittshalle. Achso, Simon macht auch schon ein Video. Ha? Schön sonnendurchflutet. Sonnendurchflutet. Eine kleine Rezeption. Was? Eine viel zu kleine Rezeption. Für so ein großes Tor. Ja. Hallo. Willkommen. Es ist das Gesicht den ganzen Tag so. Ist immer so. Hallo. So. Costa Dorada Palace. Oh. Schlange, überall Schlangen. Ach ja. So, eine kleine Rezeption. Was? Das ist eine viel zu kleine Rezeption für so ein großes Hotel. Ja. So, jetzt sind wir hier in Salau. Die Tauben da. Und hier war mal früher alles voll. Hier, Hotel Olympus Palace. Tauben haben Spaß. Ja, früher war hier richtig was los. Jetzt nicht mehr. Oh. Ja. Nichts mehr los hier. Tote Hose. Totale tote Hose. Wahnsinn. Wahnsinn. So, wir haben genau das Richtige für die Kinder, vor allem für Julien gefunden hier. Hier ist nämlich sogar die Smeralda. Smeralda, die ist Wahrsagerin von Beruf. Hallo. Schmeckt das? Ich mache Werbung. Hier ist Sunny. Sunny arbeitet bei GZSZ. Alles das, was sie während ihrer Tage unten rausbekommt, wird in Flaschen verpackt und hier verkauft. Periodenblut. Oh, hier stinkt's. Das bin ich gewesen. Ist lecker? Na, ist lecker? Köstlich. Ist schön kalt, erfrischend, aber wenn es warm ist, dann kommt das Acesulfam ziemlich stark raus, glaube ich. Ich trinke Pepsi. Von Apu dem Inder, der hat mich übers Ohr gehauen, der Sack. Aber hier, so, hier muss man nicht mal wegtun. Hier ist so wenig nur noch. Da hinten ist alles zu, da ist überall klebt in den Schaufenstern, geschlossen. Da steht ein Pac-Man, alter Pac-Man-Automat drin, Dirk. Ja. Der verrottet da. Das ist traurig. Nee, so. So, nimm deine Dose. Wir kommen, wir gehen Zigaretten kaufen. Hier gibt's Churros mit Nutella. Aber jetzt auch nicht. Aber ansonsten, ja, wie dem auch sei. Ja, hallo, hier ist wieder Peter Piesel von Achtung Abzocke. Wir sind jetzt hier im Salau und ich muss sagen, es ist ganz dubios. Die ganze Einkaufsstraße hier, ja, ja, die besteht nur aus Apu dem Inder. Also wirklich, ein Laden Apu, nächster Laden Apu, alles nur Supermarkets, die dir für 2 Euro das Stück eine Flasche Dreck verkaufen. Schwarz, Kassenbon gibt es nicht, gibt keine Kasse, gibt nur einen Taschenrechner. Sehr suspekt hier, alle wollen dir irgendeinen Scheiß verkaufen. Ganz traurig. Aber, was sagt ihr denn dazu? Ja, Scheiß. Schon sehr dubios, ne? Was hier so abgeht. Haben wir jetzt nicht gehört. Jetzt gehen wir erstmal Zigaretten kaufen, weil Urlaubsreporter brauchen Zigaretten. Gucken wir mal, wie teuer die sind und ob man betrogen wird. Naruto. Das T-Shirt.
Da ist der erste. So. Hab ich das gerade gesagt? Oh nein. Okay. Der erste. Ja, okay. Aber hier, wie man sieht, Salau ist immer noch Salau, aber es ist ziemlich viel pleite gegangen in der Corona-Zeit. Hier ist nicht mehr so viel los. Da hinten ist alles zu. Und es war hier irgendwo der Zigarettenladen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, wir mussten ja einmal um die Ecke rum. Kann aber so auch sein, dass wir jetzt hier rein müssen oder können. Ne, das ist der Parfümladen, ne? Naja, aber hier, schaut mal. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste da hinten irgendwo, rechts rum, müsste Burger King oder McDonald's. Eins von beiden ist hier rechts die Straße entlang. Ich habe gehört, da wurden schon mal Frauen um ihre Handtasche abgezockt da hinten irgendwo. Vielleicht gehe ich gleich mal mit denen da hinten hin, dann können wir mal gucken, ob die einen Burger essen wollen. Ja, der Eingang scheint hier vorne zu sein. Alles klar, da hinten ist McDonald's, unsere Rettung. Burger Kings Kundschaft lässt auch zu wünschen übrig. Aber es scheint zu schmecken. So, heute sitzen wir bei Burger King. Burger King in Salau. Und, was sagen wir dazu? Bitte einmal Fazit. Kalt. Kalt, weiter. Also mir ist heißer als der Burger ist. Ja. Die Steine sind sogar heißer. So große Patties. Auf so einem großen Burger. Ich zeige jetzt mal ganz kurz hier, wie das Ding aussieht, so, wenn man es aufmachen will. Das ist alles, was da drauf ist. Möchtest du die Gurken? Da ist Ketchup angehaucht. Senf weiß ich nicht. Also das sind vielleicht 0,00 Gramm. Möchtest du die Gurken, Papa? Okay. Das Traurige ist, die Preise, die sind extremst hoch. Wir haben ja wirklich Inflation. Das ist. Danke Putin. Warum hab ich hier alles rot? Nee, ist wirklich schlimm. Aber kleiner Snack und dann gleich geht's richtig los. Dann machen wir 3 Stunden All You Can Fress beim Buffet. So, und um zu zeigen, darzustellen, dass es wirklich Abzocke ist. One Burger, One Mouth. Genau. So ein Mini-Burger, der geht bestimmt einfach so in den Mund, in einem. Und? Ist aber lecker, oder? Weißt du übrigens, was der größte Beschiss ist? Du zahlst für einen Double Cheeseburger wie viel? 8 Euro. Nein, für einen Double Cheeseburger. 5,55. Barbecue. 2 Euro für einen Double Cheeseburger, ne? 2 Euro für einen Double Cheeseburger. Moment. Oh, nein. Red mir nicht dazwischen. Immer rafft er das nicht, wenn ich sage, der soll nicht dazwischen reden. 2 Euro für einen Double Cheeseburger. Für einen Double Cheeseburger mit Bacon zahlst du 5 Euro irgendwas. Unfassbar, oder? Was? Es werden immer mehr. Die Vögel. Big, 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 big. Big, 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 big. Aber kein Wunder. Naja, McDonald's und Burger King nebeneinander. Die Tauben, die bevorzugen dann Burger King. Ich eher nicht, aber ich füge mich der Mehrheit. Da sagt Simon, hätte man mal eine Tasche geklaut. Julian. Finlay. Entschuldigung. Ich wusste, die sind so laut hier, das kann man sich nicht vorstellen. Hi, ein Spätzchen. Hallo, Spätzchen. Oh, süß hier. Ja, niedlich. Und noch mehr Tauben kommen an hier. Was? Ja, den schmeckt's. Ein kleiner Spatz hat sich dazugesellt. Hier eine tolle Taube. Na. Julian, setz dich. Nein, das darf man nicht.
fressen aber auch alles, ey. Ja, richtig, nicht. Komm. Das sind nicht die Schuhe. Die sind gut jetzt. Komm. Da ist sogar ein Sicherheitsbeamter. Stellt ihr euch da mal hin, so? Willst du jemanden zum Fotografieren suchen? Dein Handy ist dann so weg. So, dann machen wir mal ein Foto vom Video. So, sind wir hier am Strand. Hallo. Wir sind hier am Strand. Und muss man sagen, der Himmel ist dunkel. Aber sieht schön aus hier. Ist schön. Ja. Da vorne kann man Speedboat fahren. Bananaboot, Jetski. Keine Ahnung was. Kann man hier ins Wasser gehen. Wenn man will, kann man sich hier hinsetzen und einen Cocktail trinken oder drei oder vier. Aber jeder will keinen Cocktail. Ist ein bisschen kalt vielleicht, um jetzt noch ins Wasser zu gehen. Aber eigentlich hätte ich da Bock drauf. Ja, richtig. Wunderschön. Welche Weiß? So, sind wir hier am Strand. Hallo. Wir sind hier am Strand. Und wir kommen gerade in der Himmel im Dunkel. Aber sieht schön aus, ne? Und Lara zieht. Vorne kann man sich anschauen. Der Mama wird. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Willkommen in Salou bei Titten 2022. Wir haben hier schon welche gesichtet. Und zwar, wenn man mal ranzoomen, hier vorne auf der Liege, da sind Titten, da nicht, geh mal weg, da sind Titten, dann sieht es aber leider nicht, weil da immer wieder welche vorlaufen tun. Titten 20, 31, 22. Aber man sieht sie nicht, irgendwie geht das nicht. Der Zoom, der ist scheiße. Das geht nicht. Was Simon. Überall sind ja Titten, 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 Titten. Guck mal hier, Bananaboot. 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 Ne, das funktioniert nicht. Der Zoom, der schaltet sich nicht. Warum schaltet der Zoom sich nicht? Was soll denn der Kack hier? Scheiße. Wenn ich da jetzt ranzoome. Das ist doch kacke. Herzlich willkommen bei Titten 2000 in der Kroatischen Republik. Nee, bleib mal stehen. Bleib doch mal stehen, Finlay. Finlay. Der Zoom, der ist scheiße. Das geht nicht. Jetzt geh doch noch mal dahin. Warum bist du mit dem Wasser in den Sandalen gegangen? Die musst du gleich mit Süßwasser reinigen. Geh mal da rein. Winston. Tschüss, Julian. Hat er irgendwas in der Tasche? Sein Handy? Der hat Spaß, ist doch scheißegal. Dafür bist du doch hier. Und wenn du nachher eine ganze Tüte voll hast mit Drecksklamotten, oder? Hallo? Ach. Dann kannst du das einfach mal eben waschen im Waschbecken oder unter der Dusche und dann draußen hinhängen und fertig. Guck mal, der geht da jetzt rein. Der geht da rein. Verliert ihr jetzt gleich die Sandale? Nee, warte mal. Ich sag doch, der verliert die gleich. Ja, 20 Euro haben die Sandalen gekostet. Komm! Beeil mich doch. Ich darf mich nicht festhalten. Jetzt kann er das aufnehmen. Schon dreckig, ja. Lass es liegen. Aua.
Darf ich mit reingehen? Ja, bitte. Die Hose. Ja, die wird dann dreckig und das T-Shirt auch. Kann man die da waschen? Er geht ins Meer und kam nie wieder. Oh mein Gott. Darf ich? Geht das? Müssen wir die über Nacht zum Trocknen aufhängen. Zum nächsten Tag. Also über die Nacht. Also über die Nacht. Ja. Ja, schön. Aquaman. Da, ein Walross. Ich bin das Walross. Hallo. Gut, er geht immer weiter und weiter und weiter. So weit sind sie schon. Noch weiter. So, jetzt machen wir mal Pause. Bis dann. Ja, mach das. Tschö. So, jetzt haben wir ja schon wieder 2 Minuten und noch was. Wahnsinn. Oh, geht doch mal aus dem Weg, ihr Pissersche. Ihr nelken Pisser, ey. Aus gegebenen Anlass müssen wir die Live-Sendung doch nochmal hier. Schön, sehen Sie hier, also, ne? Titten, Titten, Titten. Der Mann hat tolle Titten. Ach, die Frau hatte sogar Nippelpiercing. Wow, ganz toll sowas, ja. Ach. Die hat Spaß. Fantastisch. Komm, das Licht euch in die Schnauze, fertig auf die Schnauze. Ja, es ist passiert. Simon ist drin. Finlay ist gleich auch drin. Und wer darf die Scheiße ausbaden? Ich darf die Klamotten waschen. Und wir haben so viele mitgenommen. Das ist super. Ja, dann laufen die eben nackt rum. Wie Vergnügen. Jetzt wird gesucht. Wo ist nur der Dirk hin? Ah, so eine Scheiße. Wo ist er hin? Ah, ich finde ihn einfach nicht. Mensch, jetzt ist er am Fluchen. Wo ist der nur? Mann, ey. Boah. Der ist jetzt so sauer, weil er mich nicht sehen, du und tot. Ah, Mensch, wo ist der nur hin? Ja, Simon, wo bin ich nur? Er findet mich nicht, er findet mich nicht. Ich würde mir die Sonnenbrille abnehmen. Naja, ich erlöse ihn mal. Finlay arbeitet fleißig mit Julian, macht die Hausarbeit. Hallo! Habt da schön aufgehangen, eure Dreckswäsche. Ja, die Zeit. Ja. Bin ich ja nachher mal gespannt, wie das Zimmer ausschaut. Ja, hallo, herzlich willkommen bei Peter Piesels. Ab in den Urlaub, ab die Abzocke, scheiß Abzocken, Achterbahnfahrt auf der Höllenritt. Drecksau-Schlampe. Trink dir mein Bier. Kann man trinken. Kann man auch sein lassen. Schmeckt abgestanden.
Wir sind hier im Kieler Hotel angekommen. Hat er sich schon die zweite Tüte gekauft von dem Zeug, der Tüte? Ach, Limonade schmeckt hier wie Sirup-Pisse. Ja. Einfach Sirup mit Zuckerersatzstoffen. Ansonsten ist ganz toll, aber alles dreckig. Der Arsch ist rund von dem. Meiner noch nicht so ganz. Ich habe halt nur ein bisschen Sand im Arsch, weil ich eben schwimmen war im Meer. Kann ich mir empfehlen, kostet nichts und ist relativ angenehm. Außer die ganze Kacke, die da drin schwimmt. Von den Hotels wird da alles reingelassen. Konnte ich jetzt nicht aufnehmen, weil ich habe keine Unterwasserkamera. Nee, ist ganz schön. Macht Spaß. Jetzt gehen wir gleich mal essen. Was ist das? Oh, ein Bier! Leckeres Pissbier, die Plur aus Spanien, die schmeckt wie Scheiße. Na, das stimmt, das lecker. Darf nur nicht lange rumstehen, dann wird das schnell schal. Aber sonst ist das sehr lecker herb. Zum Wohl. Salute. Prost. Costa Dorada Palace. So. Hier ist schön. Tadam, go away, go away. Go, doch, du sollst einfach vernünftig gehen. Boah, guck dir das an, ey. Hast du leckerer Schnitzel mit Pommes? Ja. Und Mayo mit Ketchup? Ja. Der Simon hat wie immer Spaghetti Bolognese. Es geht um Lasagne. Ah ja, und der hat dann hier noch. So, hallo, guten Tag. Ich habe hier, präsentiere Ihnen Spaghetti im Knoblauch mit einer Bolognese Käsesoße und einer Nudelsuppe. Ich möchte einen Stück sagen, aber ich will noch Bilder machen. So, wir sind jetzt beim Essen hier, dann schauen Sie auch mal, ob Sie was finden. Der Peter Piesel sagt, das Essen ist anscheinend nicht lecker, sondern sieht nur gut aus. Ne? Guten Appetit. So, weiter geht's mit Tomaten, Lamm, Schwein mit Champignonsauce und Pizza. Wunderbar. Schmeckt's nicht, ne? Schmeckt nicht. Ist eklig. Mag's nicht. Die Linie ist jetzt ein bisschen mehr Salz haben. So, dritter Teller, Pizza Salami, irgendwas mit Chicken und Tomatensauce. Irgendwie Mixed Gemüse. Mmh. Hier ist noch so ein Überbleibsel. Mach mal ein Gesicht, oder? Guten Appetit weiterhin. Wir essen weiter. Wir beißen uns durch. Können wir gerne machen. Irgendwann muss man aufhören. Sonst platzt man. Aber wir haben jetzt noch. Ich bin nicht müde. Ich bin überhaupt nicht müde. Ich bin kein Stück müde. Ich bin auch höher.
kannst du mal Papa fragen. Ja, komischerweise kennen wir das alle, das Lied, oder? Also es ist immer das gleiche Lied, was irgendwann läuft. Das kannst du dir auch aus der Lau bestimmt schon. Also ich kenn's auf jeden Fall auch schon aus der Lau. Bist du müde? Absolut nicht. Eine gute Nacht wünsche ich mal. Boah, jetzt geht's hier aber los, ne? Hätte ich das gewusst, es ist doch ein Erwachsenenhotel. Hier sind doch Kinder verboten. Wenn jetzt mit Baby Shark anfängt, ja? Dann laufe ich hier amok. Unser Zimmer ist direkt da oben. Baby Shark, jetzt. Meine auch. Und jetzt. Jetzt. Yay, mach mit. Du musst rufen. Baby Shark, nein. Ich bring mich um. Was für das Tanzen, oder? Boah, der ist auch noch ein Baby Shark. Nutte Shark, Nutte Shark, Nutte Shark. Pure Shark, pure Shark, pure Shark. Da kommst du hin. Ich hab aus Versehen in dem Spiel, weil ich nicht spielen wollte, aus Versehen in die Münze reingetan.